Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir Nyoka kennengelernt, dessen Namen ich wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen habe. Wir haben sie in unsere Crew eingeladen und haben direkt eine Quest für sie erhalten. Und nun müssen wir quer durch Monarch mit einer, ja, mit einem Crewmitglied, das sterben kann. Geil, ne? Und ich muss leider sagen, ich habe in dieser Folge meinen Ventilator angelassen. Das heißt, diese Folge wird ein bisschen länger, weil ich wollte jetzt einfach mal die ganze Folge oder den ganzen Schnitt, wo ich meinen Ventilator da hatte, alles in eine Folge packen, damit es wenigstens weg ist. Es tut mir leid, es ist ein bisschen störend, nicht ganz so krass, weil ich habe ein bisschen was bearbeitet, also man hört es ein wenig. Und ja, ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß und wir sehen uns dann gleich. Sie erstmal. Und ich habe nicht mal gegessen, Leute. Ich habe nicht mal gegessen. Vor allem müsste sich doch mein Schaden verbessern, dadurch, dass ich hungrig werde, ne? Eigentlich schon. Aber essen wir erstmal kurz was. Guck mal, ich tanze auf dem Grab deines Kumpels. Hauptsache hier liegt Alkohol. Nahe an der Oberfläche von Hays Grab steckt ein kleines Kästchen. Die Scharniere sind durchgerostet und das Holz ist fast völlig verrostet. Es zerfällt dir beinahe in den Händen, aber darin findest du ein angelaufenes Silbermedaillon mit der Inschrift Charon. Hays was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. Ein Moment. Erzähl mir von deinem UDL-Auftrag. I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. Du hast sie nie versucht zu finden? I should have. I really should have. But soon after they left, Hays and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying. Because it hurt like hell to do so. Also ich sag's ja nur ungern, aber ich kann die Mantikönigin auch einfach mit meiner Schrotflinte wegballern. Ich sag's ja nur. Alkohol ist sowieso der beste Freund des Menschen. I'll admit there's a certain truth to that, but every once in a while, when I realize I've lost track of the number of bottles I've hucked at a tree, I get to wondering. Maybe one night I'll reach for a bottle and find my sidearm instead, and it'll be just as comforting. The thought sobers me right up, and I don't want to be thinking it anymore. Now come on, let's make tracks before Hiram dies of old age. Okay, Hiram. Next stop, du. Oh, Schaden war nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Das heißt ja auch, dass ich auch die Mantikönigin da hinten übelst platt machen kann. Wenn ich muss. Die bemerken mich gar nicht. Ha, hab ich dran vorbeigeschlichen. Okay, sie haben mich bemerkt. Ja, die haben einfach einen größeren Rüstungswert. So. Schroti. Wo willst du denn hin? Da wollte er abhauen. Du sagst, wir müssen die Mantikönigin rauslocken. Surprise! Oh, da ist eine Mantikönigin. Ich könnte am Arsch sein, ein bisschen. Das war ein Fehler. Das hätte ich mit der Mantikönigin machen sollen. Erstmal verstümmeln wir sie. Dann schwächen wir sie, dann töten wir sie. Take it past that armor.
Siehst du, kein Problem. Haha, wie er ausweichen wollte. So, ich bin überladen. Dann müssen wir kurz was dagegen tun. Zerlegen wir. Zerlegungsbonus. Ja, ich verstehe aber nicht, was ich bekommen habe. Jagdausrüstung. Naja. Wir haben bekommen Tech-Ausrüstung. Okay. Panzerung verstärkt, okay. Und Rucksack. Das ist eigentlich nicht schlecht. Kann man gut Geld rausscheffeln. Das heißt, eigentlich lohnt es sich wirklich jetzt, alle Waffen einfach zu verschrotten. Klar, wenn ich noch ein oder zwei Level bekommen würde, könnte ich daraus bessere Sachen holen. Das ist doch nicht dein Ernst. Watch out! Scheiße. Sie haben mich schon bemerkt. Ich muss kurz laufen. Scheiße. Okay. Ja, mach einfach nichts. Ist okay. Ich brauch deine Hilfe ja nicht. Oh. Wie er sich mir entgegengeworfen hat. Alter, die Mantikönigin macht mir trotzdem Angst, wenn sie auf mich zugelaufen kommt. Das wäre echt uncool. Oh, ein Mark III Helm. Eine Automatpistole. Und eine Scheiße. Geil. Und ein Rucksack. So, ich habe einen Mark III Helm für dich, habe ich gerade gesehen. 21 Rüstung. Naja. Weißt du Bescheid. Der hat doch gar nicht mitgeschossen, ne? Ich muss hier trotzdem alles alleine machen. Ich fasse es nicht. Nee, das ist schon okay. 1300! Ich glaube, von hinten ist sie einfach weniger geschützt, kann es sein? Easy. Nehme ich auf? Ja, gut. Hier kommen wir jetzt richtig gut durch mit unseren Waffen. Finde ich gut. Aber ich wette, ich laufe eigentlich gar nicht den richtigen Weg. Achso, das ist der Kopf. Ich wollte gerade sagen, was liegt denn da? Das heißt, hier sind 5 Mantikönigin im Weg gewesen. 5! Hey, you! Get over here! There are marauders up ahead! Oh, no. How the hell do marauders navigate the caverns? This station's under the protection of the corporate compliance crew. You a marauder? Cause me and my sunshine? That's my gun, if you were wondering. We don't take kindly to marauders. Klar, ich bin sowas wie ein Plünderer auf jeden Fall. Nein. Nein. A coherent enough response, I reckon. Must be true. You're clear. But I would caution you against pressing on ahead. This station's plumb crawling with marauders, you know? Danke für den Tipp. Hey, we're here to help. Long as the paperwork's done and the pay's good. Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with. And that's guarding these big old devil's peak horns. Worauf wartest du noch? Hilf mir, diese Plünderer zu töten. There is nothing I'd enjoy more. But the C3s play it by the book. Usually. Go petition the boss man.
Maybe you can convince him to alter my duties. You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. Na, alles klar, ey. Viel Spaß. Ich mach das auch ohne dich. On it. Nö, nö. Scheiße. Das wollte ich nicht. Sie ist tot. Ich habe mich verdrückt. Nein, Yuka! Oh, warum habe ich mich verdrückt? So, ich bin wieder hier mit, wo ist sie? Da, Yuka. Und ich habe was gemacht. Und zwar, wenn wir jetzt hier rauf gucken. Nee, doch. Da können wir sehen, dass sie auf weite Entfernung geht, gemischte Waffen einsetzt und defensiv ist. Wir haben noch aggressiv, aber naja, und passiv. Passiv, da macht sie gar nichts. Defensiv, da hoffentlich verteidigt sie sich wenigstens. Ich will nicht, dass sie irgendwo in der Ecke steht und plötzlich kommt da irgendwie ein Hund an und mampft sie weg. Ne? Weiß Bescheid. So, da ist unser Ziel. Gut, Yuka, du platzier dich mal da. Und ich guck mal, dass ich die irgendwie ein bisschen ausschalte. Scheiße. Okay. Einfach abwarten und gucken, was passiert. Ein Hund müsste mindestens ankommen. Du bist kein Hund. Hör ich da einen Roboter? Vielleicht hätte ich vorher nach Land sollen. Okay. Immer ziemlich viel Schaden. Oh. Hä? Hallo? Er ist unbesiegbar. Na gut, machen wir einen auf die Linie. Zack. Kann ich dich auch treffen? Ja. Und einer ist da noch. So. Haben wir es, ja? Und wir müssen unsere Waffe reparieren. Wie machen wir das jetzt? Haben wir noch nie gemacht. Halten aus. Oh. Nice. Aber wir müssen jetzt auch ein paar Sachen wieder entpacken wahrscheinlich. Oder wie viel haben wir von dem Zeug? Waffenteile, Rüstungsteile haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele. Waffenteile eher weniger. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Waffenteile. Oh, 20% Chance, normale Mods zu extrahieren. Ja. Waffenteile. 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 Haben nur 3 Stück. Weitsichter. So, das war meine ursprüngliche Waffe, ne? Und das ist ja jetzt meine neue. 421 pro Sekunde. Ja, komm. Dann kann die eigentlich auch weg oder soll ich die verkaufen? Wie viel wert ist die? 140. Und die normalen Sachen sind, ja, gut. Ja. Weißt du, obwohl. Der ist neuwertig. Huch, was habe ich damit jetzt gemacht? Habe ich es weggeworfen? Halten ist zerlegen. Aber was ist das draufdrücken? Ah, ich glaube, ich. Okay. Ich tue sie zum Schrott. Interesting. Ja, gut.
Wenn wir bis zu dem Zeitpunkt kommen, wo wir dann legendäre Sachen rausbekommen. Hohoho, Leute. Das wird richtig gut. Mr. Ouch. Ich glaube, der war sogar gut, ne? Mr. Ouch. Weitsicht haben wir bekommen. Achso, das ist ein Visier. Klingt auch so. Mr. Ouch. Nahkampfwaffenmod. Achso, okay. Schaden von aufgeladenen Angriffen. Er ist auch eigentlich gut, wenn ich ein Nahkämpfer wäre. Bin ich aber nicht. Ja, ich weiß, das war meine andere gute Waffe, aber die kann weg. Ich habe gerade wieder irgendwas bekommen. Aber diese Dinger kann ich auch verkaufen. Magnum 1. Wenn ich ganz viele davon habe, dann verkaufe ich sie einfach. Du siehst interessant aus. Schere. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Oh, stimmt. Ja, aber gut, das ist jetzt die ultimative Waffe, die ich hier habe. Hey, da kann ich sogar noch eine Mod reinsetzen. Magazin-Mod. Stimmt. Sollten wir mal machen. Okay. Und jetzt müssen wir da hoch. I'm coming. Dankeschön. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Das wirkte irgendwie von Weitem ein bisschen größer, muss ich sagen. Jetzt, wo ich näher dran bin, ist es... Stimmt, wir hatten doch eigentlich einen Hund gesehen. Ach so, einen Hund haben wir getötet. Da hinten geht's noch weiter. Guck mal, Hundi. Hey! Ja, dann komm doch runter. Oh. Wieso hast du nichts von meinem Raid mitbekommen? Vor allem habe ich da noch einen Hund angeschossen. Ach ja, ich habe ja eine Silence-Waffe. Haha. Kannst du mal aufhören, Geräusche zu machen? Danke. So. Oh, ich sollte etwas essen, ne? Nur essen. So. Sehr schön. Jetzt würde ich rein theoretisch sogar noch mehr Damage machen. Aber ich denke mal, Damage ist schon recht gut von uns. Aber ich muss reingehen. Kann ich ihr sagen, dass sie hier stehen bleiben soll? Damit sie nicht stirbt. Obwohl, wir speichern ja, wenn wir reingehen, ne? Alles easy. Ja, ich kann die doch knacken, oder nicht? Ich bin ein Profi. Wieso gibt es hier mehrere Türen? Okay, wir haben hier eine Tür, die verschlossen ist. Und da unten eine Tür, die höchstwahrscheinlich offen ist. Das ergibt Sinn. Wieso auch nur eine Tür abschließen? Ich weiß es nicht. Muss irgendwo einen Sinn haben. Okay. Stealth-Modus. And we're stalking. Okay. Hier sind viele. Okay, holen wir mal unsere Silence-Waffe raus. Hat niemand mitbekommen, oder? Na, ja, fast. Aber wenn der hier jetzt nachgucken kommt, dann kriegt er eine Salve rein. Hallo? Willst du nicht weitergehen? Surprise! Okay, ich höre einen Hund. Der dürfte nicht das Problem sein. Schleichen wir uns hier einfach durch. Ich bin ein Assassino. Guck mal, da kommt noch einer. Willst du nach dem Rechten sehen? You hiding? Incoming, Captain! Oh, oh. Stay away! Hab keine Angst! Ich bring dich um. Davor musst du dich nicht fürchten. Okay, schon haben wir hier freie Wahl. Ich kann natürlich geduckt laufen, dann sehe ich, wo Gegner sind. Wir sind alle meist oben. Okay, dann können wir uns hier unten in Ruhe umsehen. Ich muss sagen, ist es ein... Oh. Mensch, ärgere dich nicht.
Ist ein bisschen enttäuschend, wenn wir in ein Gebäude eindringen, das wir vorher massiv unter Feuer gesetzt haben und alle hier chillig rumlaufen. Ja, Here's the elevator, but... Ja, was sagt man dazu, Leute? Also, wir können hier Helme kaufen und ganz viel anderen Krimskrams, den keiner braucht. Ja, dafür, dass der Ort hier unter Lockdown steht, sind die hier ganz schön chillig. Alter, was ist denn... Meine Nase ist schon wieder los. Das nehme ich alles. Oho. 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 Ja, oh cool. Vermerkt, Installation des Klimatisierungssystems und zugehörige Schlüsselkarte. Bab, das neue Klimatisierungssystem-Terminal ist jetzt auf der oberen Ebene in Betrieb. Glückwunsch, du hast die Konzernleitung deswegen genervt, jetzt darfst du es verwalten. Betrachte dies als offizielle Anweisung, die Zugangskarte tief in irgendeiner Schublade zu vergraben. Am besten irgendwo in den Archiven oder in einem anderen beliebigen Bereich der Station. Ich werde nämlich ganz bestimmt nicht zulassen, dass die Effizienzwertung der Station aufgrund irgendeines nutzlosen Sicherheitssystems in den Keller geht. Wag es nicht, das System auch nur zu testen. Der Alarm bringt dein Trommelfell zum Platzen und solltest du versehentlich die Feuerlöschanlage betätigen, geht der Raum schneller in die Luft. Geht dem Raum schneller die Luft aus, als nach einer vernichtenden Stationsevaluation, was auch immer das ist. Okay. Wir haben also einen Raum. Elite-Soldatenkörperpanzer. Der gut geschützt ist. Neuka, kannst du mit dieser wunderbaren Rüstung, die ich gefunden habe, was anfangen? 36. Ich würde sagen, du bist jetzt erstmal gut gesichert. Ich meine, so ein pinker Helm würde hier doch stehen, oder? Ich meine, der passt da perfekt zu deiner Hautfarbe. Ja, blau vielleicht nicht. Aber pink und blau, wer denkt sich sowas aus? Na gut. Passt. So. Hallo? Wieso sieht das hier so kaputt aus? Ich gehe da noch nicht rein. Ich will mich hier erstmal weiter umsehen. Denn wir hatten ja hier einen Fahrstuhl, der verriegelt ist. Ja, geil. Dann laufen wir mal zu Fuß, ne? Hallo? Niemand da? You out there. Whoever you are. Yes, I can see you. Come here and talk to me. Face to intercom. Ah, was? Lass mich in Ruhe looten, Mann. Besseres zu tun, als mit dir zu reden. Also hier haben wir eine verschlossene Tür, die wir nicht knacken können, alles klar. Hier haben wir eine riesen Maschinerie. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, komme ich da irgendwie hoch? Oder wo soll ich mit ihm reden? Oh! Das habe ich nicht gesehen. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are in fact trying to suicide by Marauder? And you, Nioka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purpleberry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. Ich muss den Informationshändler wegen. No. We'll deal with information-related business later. As I said, there are bigger problems threatening my life and livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. And since
sure we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that, aside from you. Na gut, Händler. See, Nioka? I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Was ist dabei für mich drin? Das ist die allererste und wichtigste Frage. Aside from the bits I'll be paying you, you said you wanted something from me. Something information related. I'll give it to you in person once I'm safe. Okay, ich brauche nicht die Anzahl der Plünderer wissen. Pff. Kannst du mich gleich fragen, wie viele Leichen liegen in diesem Raum? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, wo der Elevator ist. Tschüss, Nioka. Oh, oder auch nicht. Okay, wir sind endlich hier oben. Und wir haben zusätzlich noch gespeichert, weil wir verwirrt rausgelaufen sind. Hallo? Ey, ich hoffe, dich umzudrehen. Ha? Huh? Hey, hell of a kill. Here they come. Ihr seid wirklich gut. Muss ich schon sagen. Ich habe nicht mein Leben verloren. Okay. Ach, ich liebe es. Heißt, du wirst da einem angeschossen, tötest da einen und kriegst einfach Leben zurück. Ich bin ein verdammter Vampir, der irgendwie das spritzende Blut, das auf mich spritzt, trinkt. Keine Ahnung. Muss ja irgendwie so funktionieren. Dass ich die ganze Zeit den Mund offen habe und das Blut spritzt in mich hinein. Anders kann ich das nicht nachvollziehen. Für wie ich Leben dazu bekomme. Ein Energy Drink ist immer gut. Meinen letzten habe ich leider trinken müssen. Da gehen wir gleich rein. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Infos, okay. Schauen wir uns erstmal hier in Ruhe um. Nehmen erstmal alles mit, was wir tragen können. Trinken ist auch immer gut. Wo kommt das Licht her? Also, seltsam. Bacon Beans. Noch mehr Knüppel. Wein. Dinge, die ich nicht trinke, die ich dann wieder verkaufen muss. Stundenlang beim Händler sitzen und Dinge verkaufen. Macht immer so viel Spaß. Oh. So. Alles geplündert. Zeit für Informationen. Oh, das Terminal. Atmosphärensteuerung. Feuerunterdrückungssystem in der Haupthalle aktivieren. Warnung, das Feuerunterdrückungssystem wird jeglichen Sauerstoff in der Kammer entfernen. Es sollte sichergestellt werden, dass vor Initiierung des Sicherheitsprotokolls jegliches Personal sich evakuieren lässt, okay? Achso, ich hätte sie alle töten können. Ja. Gut. That's the last of them, I think. Ach so. Ja, das ganze Gebäude gereinigt. Lol. Roboter-Einheitensteuerung. Anfrage, ja gut, doch nicht. Ah, habe ich jetzt draußen wieder Sauerstoff? Hoffen wir es doch. Ja, jetzt sind da alle tot. Cool. Da geht's hoch. Hier ist aber noch ein Computer. Und was bist denn du? 10 Bits für mich. Das nehme ich doch gerne. Nachrichten von Ramsay betreffen Notfallprotokolle. Wie schon in meinen vorherigen 4 E-Mails erwähnt, besteht kein Grund zur Sorge. Ich schwöre dir, Hiram, die Situation ist unter Kontrolle. Was du einen beinahe Notfall nennst,
würde ich als Nichtigkeit bezeichnen. Ja, es wurde über einen zu langen Zeitraum eine energieintensive Übertragung gesendet. Und ja, die Generatoren können eine solche Leistung nicht sicher gewährleisten. Ja, und ja, sie hätten unter der Belastung beschädigt werden können. Aber Fakt ist, es ist nicht passiert. Wir haben das Problem rechtzeitig bemerkt. Die verantwortlichen Ingenieure wurden abgemahnt. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter, dass es nicht wieder geschehen wird. Betreff Toiletten. Was zur Lehre hast du dir nur gedacht, Val? An einem gewissen Punkt wird Raumeffizienz zum Gegenteil von Zeiteffizienz. Und dann negiert das eine das andere. Was ich damit sagen will, wie soll ich mein morgendliches Geschäft erledigen, wenn die Toilette direkt gegenüber den offenen Duschen stehen? Du magst es ja toll finden, deinen Kollegen beim Schrubben zuzusehen, während du einen großen Haufen hinterlässt. Aber ich nicht. Ich danke hochachtungsvoll für die Piepshow. Oder auch nicht. Das war Sarkasmus. Nochmal Toiletten. Ganz im Gegenteil, Theo. Das Design ist nicht nur platzsparend, es leitet zeitgleiche Nutzer außerdem dazu ein, ihre Geschäfte möglichst rasch zu erledigen. Wenn dir nicht passt, dann guck nicht hin. Wenn es dir nicht passt, dann guck nicht hin. Oder beeil dich und mach dich vom Acker. Je schneller du wieder an deiner Station bist, desto glücklicher sind wir alle. Mit herzlichen Grüßen, Val. PS, du machst zu viele Klopausen und das weißt du genau. Toll. Das stelle ich mir nicht wirklich toll vor, dass jemand, wenn ich dusche, neben mir am Kacken ist. Das, ist nicht schön. Nein. Ich meine, selbst wenn da Frauen duschen würden, ich glaube, das wäre sogar noch schlimmer. Wer kann da denn kacken gehen? So, gucken wir erstmal hier vorbei. Aha, irgendwelche Monitore, die nicht funktionieren. Noch mehr Stuff. Und der Weg nach oben. Wir wollen aber nicht nach oben. Wir wollen erstmal hier reingucken. Exit. Achso, das ist der andere Weg. Ah, ich verstehe. Gut, jetzt wo wir alle vernichtet haben, indem wir sie grausam erstickt haben, was echt fies ist, muss ich sagen. Aber gut, Tod ist Tod. So hatten sie wenigstens keine Schmerzen. Sie haben nur gelitten. Sehr, sehr lange gelitten. Oh, guck mal. Waren das die einzigen beiden? Die habe ich ersticken lassen. Ja gut, immerhin nicht so ganz grausam. Ah, Marauder free at last. I'll get the door. Do hurry on in. Hallo. Kann ich dich beklauen? Flammenwerfer. Neueste Sache. Hab ich auch noch nicht gesehen. Wollen wir den mal testen? Ja, der sieht so ein bisschen billig aus, ne? Also Leute von Obsidian, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Feuer aussieht, aber das ist kein Feuer. Das ist eine Verschwendung von meiner Munition. Ich habe jetzt gerade 100 Munition rausgeballert. So, Denkerkäppchen nehme ich gerne. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. My compliments on your improvised utilization of the fire suppressant system. I would expect nothing less from one of Neoka's associates. As usual, I'll take that as a compliment. Of course. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit,
I do wonder why Nioka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? Ich merke gerade, dass die ganze Zeit mein Ventilator an war. Scheiße, ich muss das mal kurz überprüfen. Okay, da war ein leichtes Wummern die ganze Zeit zu hören. Es tut mir leid. Er ist jetzt aus. Ich versuche so viel davon wie möglich rauszuschneiden. Okay. Du weißt, weshalb ich hier bin. Können wir die Unterhaltung fortsetzen, die wir über die Sprechanlage begonnen haben? If you insist. As I was telling you before, I am the premier broker for all of Monarch. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do, do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing Raptodons off your stoop. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. Und warum? I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Luckily, however, the Iconoclasts have now gone silent. You wouldn't know anything about that, would you? Ich doch nicht. A pity. Seems I have some information on a rogue agent to hunt down. Still, we need to get MSI off the airwaves. I will leave the means to that particular end under your discretion. Das Ding ist, Phineas hat mich gar nicht hergeschickt. Bin wegen Yoka hier. Aber gut. Und warum ist das ein Problem? The bandwidth. There's too much blasted background noise. Nothing gets through but their local broadcasts. Which, of course, has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. Wo in Stellar Bay? My former partner, Sanjar, transmits from his office in MSI's headquarters in the center of town. Don't let him try to fool you. While his messages might seem like gibberish, they are in reality coded business orders to off-world companies. I understand why he needs the bandwidth, but we had a deal and he's broadcasting ceaselessly. Können wir ihnen in der Station nicht einfach den Saft abdrehen? No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Sanjar and MSI to stop transmitting on their end. Okay, ich werde sie schon zur Vernunft bringen. Mit meiner Knarre. You do that, I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. I have a feeling you'll be needing a pinch of it, plus a vat of patience. Nioka braucht einen Gefallen. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called this friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me. Sie ist deine Freundin und sie braucht Hilfe. Du bist der Einzige, der ihr helfen kann. Ich habe langsam genug von deiner Selbstsucht. Hilf ihr oder es wird Konsequenzen geben, oder? Sie versucht, einen lukrativen Auftrag nachzugehen. Wir könnten dir einen Anteil abgeben. Ach, ich schüchter ihn ein. Wow, hey, there is zero need for violence in this station. Look, I'll do what I can, all right? Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to shit, and I need to find them. I believe them to be on Terra 2. If UDL hired two hunters back then, it would have been for creature clearing purposes, round one of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And, good luck. Du bist Infohändler, was ist das? Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Okay.
Ask me. Ja, ist gut. Du hast mich schon. Okay. Reden wir über den Vorstand. Ich interessiere mich für MSI und die Ikonoklasten. Was kannst du über Fines sagen? Hast du irgendwelche Übertragungen von der Erde erhalten? Oh, die beiden sind gut. Das war mir vorerst genug Klatsch und Tratsch. Was kannst du mir über Fines sagen? Not much, admittedly. Aber du bist Infohändler. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Neoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a Raptodon of another color. Okay. Was für geschäftliche Beziehungen denn? I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Okay. Luckily for you, I am a veritable font of information. Ja, es interessiert mich nur eine andere Sache. Die beiden Sachen interessieren mich nicht. Hast du irgendwelche Übertragungen von der Erde erhalten? What? No. Why would I go out of my way to intercept messages from Earth? There's no market for them. No buyer means it's not worth my time. Now, if you wanted me to intercept a certain one, that might be worth it for the right price. Okay. How low you seemingly regard my trade. Handwerk. Hörst einfach nur wohin. Neoka, pick me up some Stimulotion and a bottle of purple berry wine when you're next in Stellar Bay. Gut, geschafft. Tagebuch. Tatsächlich. Ich habe den Hauptauftrag gemacht währenddessen. Ah, Auftragsart. Okay. Naja, tragischer Trooper. Das wird schon. Sehr schön. Phineas hat mich also doch hergeschickt. Ganz vergessen. Man kann ja auch nicht immer allem folgen. So, wo ist jetzt der Fahrstuhl? Achso, wir können ja auch einfach hier rausgehen. Puh, ja Mensch, das war's für heute. Das war echt scheiße, dass sie gestorben ist. Das war locker eine halbe Stunde, die ich da neu machen musste. Die Olle. Und es ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Lassen wir uns mal überraschen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.